Das ja, und? Level 60. Was? Ja. Ja, ja, ich glaub's auch, alles klar. Ist das eigentlich GTA 5, ja? Ist das jetzt mit einem Key, den du eintragen musst, oder? Hä, was für ein Key? Einfach so einlegen in die PlayStation und dann geht's los. Eigentlich einfach bloß in die PlayStation einlegen und dann geht's los. Also auch installieren. Also ohne Key eintragen, wie bei Battlefield 3. Bei Battlefield 3 mussten wir auf der PlayStation auch einen Key eintragen. Nein, nein, Key gibt es nicht. Na okay, dann werde ich mir mal von einem Freund ausleihen und dann werde ich splatt. Ja, ich glaube eher weniger so. Ich glaube eher schon. Na, scheiße. Ich habe mir jetzt hier so eine Game Capture Card gekauft, wa? Ja. Und mach damit ja LPs, aber ganz ehrlich, das ist scheiße. Okay. Weil irgendwie so, erstens das mit dem Sound, also so irgendwelche Leute mit einbeziehen und aufnehmen, das geht irgendwie nicht ganz so. Also wenn wir, zum Beispiel wenn ich jetzt zumindest mal ausleihen würde und wenn du möchtest, könnten wir ja auch mal zusammen spielen da auf PlayStation, ja? Mhm. Wer hat es ja theoretisch besser, wenn wir das über PC aufnehmen? Ja klar, aber ich kann ja das Bild nicht irgendwie auf meinem PC ziehen, beziehungsweise kann ich schon, aber nur mit dem einen Programm dann aufnehmen und das ist ja irgendwie so. Na, kannst du nicht den Ton von dem Sprache unter das Video legen. Einfach. Na klar, ich könnte deine extern nochmal aufnehmen, aber dann musst du ja wieder synchron schneiden. Naja, das können wir doch ja ganz einfach machen. Naja, klar, schrei mal in die Hände und sag Hurra, das funktioniert aber nie. Ja, wir müssen doch einfach nur einmal, also mal ein Spiel synchronisieren. Und dann. Ganz ehrlich, ja. Wie soll ich deine Stimme denn synchronisieren? Also. Ja, nee, da. Nee, du nimmst einfach nicht, du nimmst den Ingame-Sound von GTA ja. auf, ja. Und dann tust du unsere Stimmen extra aufnehmen. Na, und mit welchem Programm, wie hast du das dir vorgestellt? Ja, da hab ich eins. Vom Kumpel von Olli. Von Olli? Ja, das ist sogar nicht illegal. Ja, sicher! Das ja, das ist gar nicht so schlecht. Naja, kann man ja alles probieren, ne? Ja. Oh, du Assi, komm für dich, töte mich nicht. Bitte töte mich nicht. Nee, würde ich nicht wagen. Hätte ich viel zu viel Angst vor dir. Hä? Mach halt mal. So ein Affenkopf, ne? So ein Affenkopf. So, jetzt komm ran und kämpf wie ein Mann. Ein Augenblick bitte. Hä? Ein Augenblick bitte. Kein Ding für ein King. Ich warte inzwischen auf dich. Okay. Ah, die Map hier ist ja riesig. Also ich glaube ja, dass GTA 4 erstmal bloß so eine kleine Testversion für Rockstar war. Und das ist einfach mit einer riesigen Map und vier Möglichkeiten mehr. Einfach in GTA 5. Ja, 5 finde ich gar nicht so groß. Ohne Scheiße, ich find's riesig. Bin schon mit dem Quadrosch gefahren, immer quer durch die Pampa. Das war voll lustig. Ja, ich fand das auch lustig, aber. Naja, und dann habe ich die eine Flugzeugmission gemacht, wo ich mit dem im Flugzeug da dem großen hinterherfliegen musste und dann bin ich immer durch die Sperrzone geflogen und da habe schon einen Chat aufs Maul bekommen. Mhm. Naja, ich habe mir ja schon mal so einen Chat geklaut, ne, aber das ist teilweise schon schwierig. Ja. Boah, du bist so ein Assi, ey, echt. Komm, hau ab. Warum denn? Ich bin ja im Haus. Nee. Nö, nö. Ja, dann schieß mal von oben runter. Warum? Ich bin jetzt zwischen den zwei Dingern. Was willst du denn? Ja, sehe ich auf jeden Fall. Naja, klar, was denkst du denn? Was hast du? Oh, fuck, fuck. Oh, komm. Komm, Auto, komm. Oh. Alter, hat der ein Lack? So ein limmlischer Dustin, wa? Aber hier beitreten tut auch irgendwie keiner mehr, oder? Und? Wollen wir nicht mit deinen komischen Abonnenten da spielen? Oh, komm, Alter, komm! Komm, explodier nicht, explodier nicht, explodier nicht. Komm, komm.
Auto, explodier nicht, explodier nicht. Oh Gott, doch, jetzt explodiert. Geil. Raus, komm, raus. Komm, schnell, schnell, schnell. Warum du nicht einfach aussteigst, verstehe ich nicht. Ja, das Auto war cool. Mm. Komm, jetzt mach ich ihn auf Kamikaze. Aua! Stirb, Motherfucker! So, okay, was ist hier los? Dein Motherfucker, dein Motherfucker. Ja, geht ja vielleicht auf dem PC jetzt, du. Es gab, oh, ja, so geil. Es gab da ja auch mal so ein Virus, ne? Was? Der GTA 5 hieß? Oder nee, was? Da gab es irgendwie so ein Gerücht oder so eine Datei, die konntest du dir halt runterladen, war irgendwie so irgendwas um die 20, 21 GB groß. Und wenn du das runtergeladen hast, kam dann auch so eine Installationszeit oder Zeile, weil stand, ja, ja, installiert gerade GTA 5, bla bla bla. Ja. Vom PC, ne? Verstehst du? Ja, ja. Und naja, dann hat's halt deinen Rechner halt zum Absturz gebracht und der war im Arsch. Ja, solche Leute haben das auch nur verdient. Mhm, sehe ich aber auch so. Ich meine, gut, wenn man dafür Geld bezahlt, ne, dann ist es vielleicht eine andere Sache, aber... Noch dümmer. Hä? Noch dümmer. Komm, mein guter... BAM! Du Bitch! Haha. Oh, scheiße. Nein, weg hier. Ey, wollen wir ein Rennen fahren? Ja. Mit hier Motorrädern, die keinen Reifen mehr haben? Ja. Okay, alles klar. Müssen wir uns mal welche holen. Choppern oder mit... Nee, nee, den ganz schnellen. Die sind geil, weil die haben so eine Drehzahl. Oder haben wir in der Nähe irgendwelche Chopper? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber irgendwie haben die in GTA 5 übelst die Copyright-Scheiße reingeballert. Also, ja, was von der Musik her. Hab schon gehört. Der Sender Nonstop FM oder wie der heißt. So ähnlich auf jeden Fall. Da... Den kannst du fürs LP einfach nicht gebrauchen, weil egal wann du da einschaltest, mindestens ein Lied läuft in dem Moment, wo du denkst, oder wo du erstmal einen Strike kassieren würdest. Beziehungsweise das Video wird halt gesperrt. Da tut doch immer so, man hatte GEMA Ärger und ganz viele kleine Parts hochladen. Ja, nee. Okay, dann, dann gibt's ein Strike, zwei Strikes, drei Strikes und der Kanal ist tot. Ja, was sind denn überhaupt die Strikes? Ich hab keine Ahnung. Naja... Das ist halt, wenn du sehr viele Videos oder einige Videos, ich weiß es nicht, eine genaue Anzahl an Videos auf jeden Fall hast, wo da so Musikinhalte drin sind, die halt dann gesperrt werden, weil du da die Rechte halt nicht dran hast, dies, das, ne, kennst du? Und wenn der halt dazu viel von hast... Videos gesperrt wegen Rassismus und so ein Spaß? Ja, wegen Rassismus. Wobei Rassismus, ich weiß nicht, wie die das identifizieren, aber... Menschenverachtenden gegen Sachen. Naja, da gibt's ja teilweise was schon auf YouTube. Ja. Aber auf jeden Fall sexuelle Inhalte und Pornos werden ja da verboten. Weißt du, was passiert, wenn ich mal so einen Fake-Account in Porno hochlade? Na, da kannst du jetzt bestimmt einen Strike. Ja, toll, ist mir Wurst. Ich nehme mir noch einen Fake-Account. Lade noch. Ja, willst du mitfliegen? Ja. Nee, sowas mach ich ja nicht. Naja, so ein Fake-Account, ich meine, man kann es ja mal probieren, ne? Haha! Das lohnt sich gar nicht, dadurch sollst du wie lange den Porno hochladen und dann guckst du dir keiner an. Der ist bestimmt nach ein paar Minuten gesperrt. Naja, ich weiß nicht, ob YouTube da irgendwie einen speziellen Scanner hat oder so eine Scherze. Aber ich kann mir eigentlich auch gut vorstellen, dass sie da einfach nur... Gibt's da einen Scanner, der da Vaginas erkennt? Ich weiß es nicht. Na, oder irgendwelche Nerds gucken sich da... die ganze Zeit die neu hochgeladenen Videos an, wobei es geht nicht, weil jede Minute wird ja, ja 100 Stunden Fatzen hochgeladen. Aber man muss schon sagen, im Vergleich zu GTA 5, was du ja auch gespielt hast, die Stadt ist da übelst klein, also in GTA 5 selber, finde ich. Ja, die Stadt ist klein. Also da hätten sie wirklich so eine Stadt, die ist ja gerade mal vielleicht so groß wie die Insel hier, also ne, die paar Häuser dort und dann war's das. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen, naja, da hätten sie vielleicht noch mehr rausholen können. Weil sonst ist halt wirklich bloß so Wüste. Da gibt's nur Wüste Beschimpfungen und so eine Scherze. Ach scheiße, hier wollten wir doch gar nicht hin. Nein, doch, mein Sultan!
Nee, da wollten wir ganz schön, wir wollten Motorräder haben. Ach ja. Springen wir raus? Ach nee, wir haben gar keinen Fallschirm, oder? Nee, wir haben keinen Fallschirm. Scheiße! Mann! Na, wo ist denn? Hier hinten ist das Teil. So, Shalom, was hier los? So. Hallo, was? Aber das Geile ist, online kann man ja seinen Charakter skillen, ne? Also, du kannst da zum Beispiel hier Lungenvolumen skillen, du kannst da Flugkünste. Mein Schwarzes! Du Rassist! Nee, ich hab Grüne. Ja, aber... Boah, was liegen hier, Chips? Hey! Boah, Bullshit! Ja, übersteuert das immer gar nicht. Ja, der lag gerade Chips auf meinem Schreibtisch. Unter meiner Maus, ja. Hä? Wo ist das Grüne hin? Wo sind die ganzen Motorräder hin? Man sieht sich dann. Ich meine, wer zu dumm dafür ist, du? Die ganzen Motorräder waren gerade weg. Wirklich? Sind die wieder da? Ja, jetzt gerade. Ah, geil. Boah, ich komme hier nicht raus. Ich prall an der Glaswand ab. Ja, geil. Doch, das ist ja mal schön, du. Ja, da hab ich schon fast aufs Maul gelegt. Naja, nicht so fast. Oh, ja, fahr über meinen Kopf, mach dir nichts draus. Captain Niveau, das Schiff sinkt. Das kenne ich irgendwie genau anders. Wie denn? Weiß ich nicht, aber das kenne ich irgendwie anders. Gibt's nur so. Als bei GTA San Andreas, glaube ich, konnte man sich mit den Motorrädern noch so reinlegen. In Kurven. Da legt sich doch hier aus in den Kurven. Ja, aber das musst du da manuell machen. Sag mal was! Ich bin hier eine ganz andere Steuerung gewöhnt. Das Scheiße. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Mach's so. Boah, ich hab mir jetzt letztens immer so ein paar Videos auf YouTube angeguckt, wie so Audi A8 gegen Suzuki noch was, ja, so Wettrennen auf der Autobahn. Boah, ja. Das ist immer so geil, ey. Wie die sich da im Wettrennen liefern. Okay, ich sah jetzt nicht grad sicher und so, aber scheiß drauf. Sieht cool aus. Ja, weißt du, was ich halt an GTA Online so ein bisschen scheiße finde, dass wenn du halt dort neu ankommst, du kannst am Anfang, glaube ich, soweit ich weiß, keine Helikopter fliegen, keine Flugzeuge, keine geilen Autos jetzt so wirklich, also alles, was wirklich dir gehört, also neue Apartments, neue Autos, Flugzeuge, was auch immer, musst du halt alles erst kaufen. Man kann zwar hin und wieder auch so einen Teil mal klauen, aber so ein... Na, Apartment klauen? Nein, so ein Flugzeug oder so. Das hat mir gerade Hoffnung gemacht. Nee, aber auf jeden Fall kann man da so sich so ein Passagier-Chat kann man sich da auch mal klauen, aber da muss man halt erst Level 43 sein und das dauert halt so mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage. Also mal so eine dicke Party zwischendurch mit paar Low-Leveln, das funktioniert nicht. Kann man da eigentlich... Nee, das wäre schon wieder zu niveaulos. Was? Nix. Sage das jetzt. Bitte. Warum stinkt deine Mutti so? Na, weil die bestimmt gerade in der Türkei ist. Ich weiß es nicht. Was, die ist in der Türkei? Ja. Gerade eben in dem Moment. Ja, was ist da? Die ist mit einer Freundin. Bist du alleine daheim, ne? Ja. Alter, halbe Stunde, ich komm vorbei. Hausparty. Ah, ne, meine Oma war vor uns noch da. Die hat noch Blumen gegossen. Deine Oma, die kommt, wann kommt die morgen wieder besuchen? Ne. Na gut, also, kann ich ja mal vorbeischauen. Mach das. Nee. Wie lange ist deine Mom weg? Na, die kommt morgen Abend schon wieder. Wow, echt jetzt? Die war letzte Woche Montagabend 23 Uhr losgemacht, gefahren. In die Türkei gefahren? Dauert ein bisschen. Ja, ne, die ist geflogen, die ist doch Supergirl. Supermom. Ja, kein Scheiß, das ist Supermom. Kann alles. Die zieht sich sogar im Battlefield ab. Vor den Ferien, ja, vor den Ferien habe ich mir Game Time für WoW gekauft, ja. Und habe sage und schreibe 4 Stunden gespielt. Wie viel hat das gekostet?
12 Euro. Naja. Was willst du erwarten, wa? Ja, aber ich habe schon viel, viel mehr Geld ausgegeben für Spielzeit. Im Time. Was hab ich denn jetzt für Frame? Na, jetzt. Sag mal, ist dein PC ein bisschen scheiße oder was? Ah, nee, meiner ist nicht scheiße. Hab ja nicht so ein Holz-PC so wie du. Ja, weißt du, ich bin halt gerne so mit Holz unterwegs und so. Umweltbewusst. Ja, genau, ich arbeite sehr umweltbewusst, so sieht das nämlich aus. Nee, ganz ehrlich, ich brauch eine neue CPU. Weiß ich mir auch. Warum denn das schon wieder? Jahr neu holen. Ja, weil ich das brauch. Ein scheiß AMD-Gelunge reicht nicht mehr. Also ich werde mir demnächst nichts Neues kaufen. Mit deinen 8-Kern Bullshit Easy. Was? Das ist mit 4 virtuelle Kern. Ja, sag ich doch, 4 virtuelle und ich doch einfach nur. Ja, aber ganz ehrlich, der Prozessor, der ist bei Spielen und so nie ausgelastet meistens. Kommt das so beim Rendern dann halt auf 80%, aber hat will ich mit so einem Hammer-Prozessor, der nie ausgelastet wird. Kannst mehr ein Stück ab. Geben. Ja, ne, lass mal. Na, wird dein Prozessor beim Spielen ausgelastet? Ja, also wenn es hochkommt, wenn es richtig hochkommt, wird mein Prozessor 20% ausgelastet. Was? Beim Spielen jetzt. Auch bei Battlefield 3 und so. Bei Battlefield 3, bei GTA, bei was weiß ich was. Boah, selbst bei Minecraft. Boah, bei meinem Prozessor hat mein. Also bei Battlefield 3 hat man noch schon ein bisschen zu tun. Also was heißt, zu tun läuft es auch noch locker. Warte, wir müssen hier noch unsere Reifen zu schießen, warte. Na, warte mal, müssen die dann, ja, noch runterfahren und so, kennst du ja. So, ich bin gleich wieder da. Warte mal, wo wollen wir denn überhaupt längs fahren?